Zunächst, was ist generell ein Ausdruck? Ein Ausdruck ist eine Verarbeitungsvorschrift, deren Ausführung einen Wert liefert. Und Ausdrücke können mit Hilfe von Operatoren zu komplexeren Ausdrücken verknüpft werden. Schauen wir uns die Syntax mal an und Sie erinnern sich vielleicht an boolsche Ausdrücke, die wir ja bereits kennen aus der Aussagenlogik. Jetzt verallgemeinern wir das und betrachten nicht nur boolsche Werte, sondern auch ganzzahlige Werte beispielsweise. Ein Ausdruck kann sein ein Literal, ein Variablennamen, Ausdrücke können geklammert werden, es gibt unäre Operatoren und binäre Operatoren. Unäre Operatoren haben immer einen Operanden und binäre Operatoren zwei Operanden. Und diese Operanden sind jeweils wieder Ausdrücke. Was ist jetzt die Semantik? Wenn ein Ausdruck gebildet wird durch ein Literal, dann liefert dieser Ausdruck den Wert des Literals. Wenn ich beispielsweise als Literal habe 2, 3, also 23, dann liefert der entsprechende Ausdruck den Wert 23. Wenn ich in einem Ausdruck oder wenn ein Ausdruck gebildet wird durch einen Variablennamen, dann liefert der Ausdruck den aktuell in der Variablen gespeicherten Wert. Das hatten wir gerade an dem Beispiel gesehen. Anzahl plus 1. Der Ausdruck Anzahl plus 1 besteht aus dem Operator plus und dann aus dem linken Operanden Anzahl. Und in dem Fall wird für den Ausdruck benutzt der Wert, der gerade in der Variablen gespeichert ist. Das war ja da der Wert 0. Ausdrücke kann man klammern, das hat auf die Semantik und auf den gelieferten Wert keinen Einfluss. Ist aber notwendig und manchmal sinnvoll und notwendig, wenn man bestimmte Präzedenzen von Operatoren ja ausschalten möchte. Dazu gleich mehr. Und über die Semantik hier, da kümmern wir uns um die Semantik von unären und binären Operatoren, da kümmern wir uns gleich drum.